Oberhof, ein Winterparadies auf dem Kamm des Thüringer Waldes. So sah es hier an den vergangenen Wochenenden aus. Hobby-Skifahrer und Leistungssportler freuen sich über beste Bedingungen. Überall an den Hängen zufriedene Besucher. Mehr als 100 Kilometer Loipen laden zum entspannten Laufen ein. Tausende Besucher sind in der Stadt. Doch das hier ist leider eher die Ausnahme. Oberhof vor wenigen Wochen. Der Regionalverbund Thüringer Wald hat geladen, um sein neues Tourismuskonzept vorzustellen. Dafür wurden potenzielle Besucher befragt. Ergebnis: Die Region sei zwar bekannt, aber wenig begehrlich. Die herrliche Natur am Rennsteig, die vielen oft liebevoll eingerichteten Pensionen, die Therme und die europaweit einzigartige Skihalle – all das wenig begehrlich? Ein Paukenschlag für alle, die in Oberhof vom Tourismus leben. Und das sind viele. Zu ihnen gehört Bobpilot André Lange, seit 25 Jahren in Oberhof. Tut Ihnen das dann in der Seele weh, wenn Sie solche Sprüche hören? Na, auf jeden Fall, weil es ist begehrenswert, ja, was wir hier haben, was hier auch gemacht wird. Lange ist der lebende Beweis, dass Oberhof Sieger produzieren kann. 4 Goldmedaillen bei Olympia und 8 Weltmeistertitel hat er geholt. Jetzt ist er Chef beim Thüringer Wintersportzentrum in Oberhof und glaubt fest an eine Zukunft für den Ort. Diese ganzen vielen fleißigen Leute, ob das die Sportstätten sind, ob das hier im Tourismus sind, in die Hotellerie, die irgendwo alle versuchen, den Leuten einen wunderschönen Aufenthalt zu bieten. Rückblick. In den 80ern ist Oberhof einer der beliebtesten Skiorte im Osten und eine Hochburg des Leistungssports. Unterkünfte wie das Interhotel Panorama sind republikweit bekannt und ständig ausgebucht. Die Gäste reisen meist mit dem Zug an. Sie bleiben 2 ganze Wochen und sind glücklich über ihren Ferienplatz. Oberhof ist damals bekannt und im Osten ziemlich begehrlich. Uns gefällt es wunderbar. Essen ist gut, Unterkunft auch. Wird einem nie langweilig. Also man entdeckt immer wieder neue reizvolle Schönheiten in der Natur. Nach der Wende Niedergang. Den riesigen Ferienheimen wie Rennsteig und Schützenberg gehen die Gäste aus. Ihre Ausstattung ist nicht mehr zeitgemäß. Doch es finden sich keine Investoren. Es folgen Abriss und Sprengung. Bis heute fehlt es in Oberhof an hochwertigen Hotels. Das berühmte Panorama etwa verströmt noch immer ungewollten Ostcharme. Wir würden gerne wissen, warum der Betreiber hier nicht stärker investiert. Doch unsere Anfrage bleibt unbeantwortet. Norbert Kern war 40 Jahre lang Kellner im Panorama. Jetzt verkauft er Bratwürste und sehnt sich zurück nach den alten Zeiten. Es ist ganz schwer jetzt im Moment. Früher war es ja, hieß es ja, wenn schönes Wetter und super Wetter war, ist Oberhof Klein St. Moritz gewesen. Gell? Aber heutzutage müssen wir kämpfen. Das Hotel Oberland direkt im Zentrum. In den 90ern saniert, ist es inzwischen ziemlich heruntergekommen. Es soll im laufenden Betrieb verkauft werden, zum stolzen Preis von 890.000 Euro. Besonders begehrlich ist das Hotel nicht. Im Internet katastrophale Bewertungen. Nur 14% der Besucher sind zufrieden. Unser Reporter will den Besitzer des Hotels dazu befragen. Vorsicht, klar. Der neue Eigentümer hat das Haus erst vor einem Jahr übernommen und will es jetzt wieder loswerden. Am liebsten ganz schnell. Diese wunderschöne Lampe da, ne, mit diesem Korb da. Da haben wir lange gesucht auf dem Boden und dann haben wir sie gefunden. Ich habe es in dem Zustand gekauft. Man müsste jetzt relativ viel Geld in die Hand nehmen, um das zu betreiben. Aber wenn ich keine Gäste zahlen habe, hat es keinen Sinn, 2 Millionen in irgendein Haus zu stecken. Dann sitze ich wieder hier und sage, die 2 Millionen sind weg. Das Dilemma Oberhofs zeigt ein Vergleich mit Oberwiesenthal in Sachsen. 31 Millionen Euro Fördermittel für den Tourismus seit der Wende hier, nur 10 Millionen dort. Doch die Übernachtungszahlen gingen in Oberhof seit 2001 um 20% zurück, in Oberwiesenthal nicht. Auch im Café Sanssouci, mitten im Zentrum von Oberhof, ist das deutlich zu spüren. Auch hier erinnert die Einrichtung an die 90er, als in Oberhof viel saniert wurde.
Warum könnte denn Oberhof momentan nicht mehr so begehrenswert sein? Weil uns die Gäste fehlen, weil Oberhof nicht mehr das Geld, was es hat, was der Ort hat, nicht mehr investiert in Gäste. Inhaberin Lisa Günzler wollte sich und ihre Familie hier eine Existenz aufbauen. Doch die Euphorie ist verflogen. Wo sehen Sie denn Oberhof in 10 Jahren? Wenn es so weitergeht, wohnen tun wir nicht mehr hier, haben wir ja auch kein Geschäft mehr, wenn das so weitergeht, weil das auf Dauer so nicht läuft. Eine Abwärtsspirale hat eingesetzt. Zum Jahresende verliert Oberhof seinen Bahnanschluss. Auch am Bahnhof will niemand investieren. Wahrscheinlich wird auch er eine Ruine. So wie dieses Zeugnis aus glanzvollen Tagen, das einstige SED-Gästehaus. Begehrlich? Wohl kaum. Doch aufgeben will fast niemand. Die Oberhofer wollen um den Tourismus kämpfen. Guten Tag, ich habe gehört, Sie sind die Chefin. Ja. Was würden Sie denn sagen, ist Oberhof bekannt und nicht begehrt oder bekannt und beliebt? Oberhof ist bekannt, begehrt und beliebt. Heike Luck hat ihr Geschäft nach der Wende in einer kleinen Garage eröffnet und sich immer weiter vergrößert. Sie glaubt fest an eine Zukunft für Oberhof. Also ich wünsche mir, dass dann Oberhof noch 1 bis 2 gute Hotels hat. Und dann wünsche ich mir noch viele andere Geschäfte. Also es gibt ja auch viele Touristen, die auch gerne shoppen. Die Oberhofer sind sicher, ihre Stadt kann wieder beliebt werden bei den Gästen. Hier gibt es moderne Sportanlagen wie kaum anderswo. Oder stimmungsvolle Weltcups, wie im Januar beim Biathlon mit 60.000 Fans. Oder die Therme, die aufwendig saniert wurde und wieder mehr Besucher anlockt. Dazu eine kleine, aber feine Auswahl guter Restaurants und sogar ein bisschen Nachtleben, zumindest am Wochenende. Damit mehr Besucher erfahren, wie schön es in Oberhof ist, verlangt der Bürgermeister mehr Geld, um offensiv werben zu können. Jetzt werden die Politiker oder auch andere sagen, okay, in die Region sind schon Millionen von Fördermitteln geflossen. Was sagen Sie denen denn? Wenn ich meine Ware nicht ins Schaufenster legen kann, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn keiner an dem Schaufenster stehen bleibt. Weil man praktisch von außerhalb gar nicht sieht, was es für Möglichkeiten gibt. Und das, denke ich, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Oberhof braucht also weitere Millionen. Vielleicht lässt sich der Abwärtstrend bei den Übernachtungszahlen so stoppen. Vielleicht entdecken so mehr Feriengäste, dass der Ort und die Landschaft doch begehrlich sind. Die Einheimischen hoffen das, denn eine andere Industrie als den Tourismus haben sie nicht.